da wir hier mit Hochspannungen arbeiten, habe ich mir gedacht, wir nehmen mal das. Oh, wie, wie, Hochspannung. Safety first. Ist denn auch alles richtig geerdet und hast du Gummihandschuhe und alles dabei? Hä? Du hast gerade gesagt, wir arbeiten mit Hochspannung. Ja, und? Ja, safety first, ne? Ja. Hallo, arbeiten. Absichern, erden, etc. pp. Der war. Bei welchem, bei was für einem verrückten Typen hast du gelernt? Was? Ich meine, hallo? Ich habe keine E-Technik absichern? Gelernt. Absichern? Ja, genau. Das muss schnell gehen, wenn man unter Spannung arbeitet. Da hat man keine Zeit. Wenn man noch nicht mal die Zeit hat, das Netz abzuschalten, dann hat man auch keine Zeit, sich da abzusichern. Also wirklich. Ja. Absichern. Erden. Alter, komm mal klar. Ja, muss doch sein. Ansonsten wird's doch etwas sehr spannend. Weiß doch. Berühmte letzte Worte des Elektrikers. Wofür ist denn dieses? So, ich muss mich kurz mal wieder in die Ecke stellen. Meine Nase braucht gerade mal wieder etwas Pflege. Mach das so. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Copper-Cable auf Tasche. So, mal schauen, mal schauen. Na, die haben wir ja. Zug. Lala, das heißt, da war ich, genau. So, Copper-Cable, da brauche ich. Weiter geht's. Holz. Holz? Holz vor der Hütte? Ah, aua. Da drückt das Headset. So, eine Schweine. Drei aber auch. So. Was brauchen wir denn noch? Holz brauchen wir und, was war das gerade? Ach ja, RE-Battery. Für die es, glaube ich, kein Rezept gibt. Hä? Doch, Rezept gibt es, aber hier ist ein Plan drin. Electric Circuit, Machine Block, Copper, Advanced. Ah, genau. Ich habe gerade drauf gedrückt, wo du es weggenommen hast. So, Copper Cable, Redstone, und was ist das da? Glaube ich jetzt nicht. Tin. Tin. Tin, 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 tin. Dann haben wir endlich auch mal ein Jetpack und können ein bisschen fliegen und mit dem Advanced Nano Chest Piece, naja, wer weiß, was so kommt. 3, 4, 5, 6 werde ich auf jeden Fall brauchen. So. Ja. Ja, das sieht doch schon mal stattlich aus. Jetzt haben wir 3 davon. Und jetzt, ja, sollte eigentlich jetzt hoffentlich hinhauen. Es war ansatzweise noch nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber es reicht erstmal. Und zack, zack. Und damit okay. Man mich auch. Hey. So. Das heißt, refined iron, glow, iron, bla bla. Und damit man mich auch nicht lügen straft, zeige ich mal eben kurz. Nessa, hier. Haha, einfaches Setup. Die Energy Cell langweilt sich hier effektiv vor sich hin, weil die Pump braucht nicht so viel. Der Tesseract pumpt die Lava aus und das sind die beiden. Und mit den beiden Spotloadern halte ich hier den Bereich geladen. Und ich hoffe mal, dass mich jetzt nichts mal von oben angreift. Was habe ich denn hier gemacht? So, wir haben schon mal das Electric Jetpack. Wow. Ne, da unten sieht man nach und nach. Verschwindet die Lava und irgendwann ist das Becken leer. Ja, das musst du dir angucken, das sieht gar nicht mal so uncool aus. Nein, ich bin gerade eigentlich eher so begeistert, wenn ich das sehe. So, ich habe jetzt endlich das Labpack gebaut, Jetpack gebaut, das Electric. Dass ich jetzt noch ein Labpack bauen muss, da freue ich mich richtig. Wieso, das Labpack hast du doch schon auf dem Rücken. Du brauchst es doch nur noch zu einem Advanced umbauen. Ach, dann ist, ach, das ist jetzt bei dem dann alles in eins, oder wie? Ja, darum ja. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt den mit normal musst du dich entscheiden zwischen Chestpiece,
Lab-Pack oder Battery-Pack oder, oder Jetpack. Verstehe. Und wenn du dann den Advanced hast, hast du halt schon mal Lab-Pack und Jetpack zusammen. Und wenn du das jetzt mit dem Advanced Nano-Chest-Plate, hast du alles drei zusammen. Das heißt, du hast Rüstung, Energieversorgung und Fliegen in einem Teil. Wie geil ist das denn? Die erlegene Wollmilchsau, yay! Ja, vorher hättest du dir dafür einen Quantum-Suit bauen müssen. Und jetzt kannst du es dir schon ein bisschen günstiger machen. So. Und irgendwas wollte ich doch auch noch. Ach ja, genau. Wir müssen ja noch. Muss ja noch eine Refinery basteln oder ein paar mehr, damit wir da unten dann auch so mal unser Öl in Kram umwursten. Wie war das jetzt? Unser Öl in Benzeng. Genau. Lapis, bla bla bla. Lapis, Stück. Werd bekloppt, das reicht ja genau. Nicht. ja, so viel zum Thema Rechnen. Und oh Wunder, wer hätte es gedacht, wir brauchen wieder Glas. jetzt reicht es, jetzt mache ich wieder zwei Stacks, nicht nur einen. So. Das heißt, unser Lab-Pack haben wir. Electric Jetpack, nimm bei, das zweite Jetpack liegt dann auch schon für dich drinne. So, was brauche ich denn jetzt noch? Engine Booster und Carbon Plate und Glasfiber Cable. Okay. Carbon Plate. Raw Carbon Mesh. Nimm den Kompressor. Haben wir Raw Carbon Mesh? Moment. Wie viel brauchst du davon? Eigentlich egal. Also ich brauche einiges an Carbon Plates. Sagen wir es mal so. Ich pulverisiere dir da gerade mal ein bisschen Kohle. Alles klar. Mit dem Kohl, mit 4 Coal Dust machst du Carbon Fiber und genau. Mit 2 Carbon Fiber machst du Raw Carbon Mesh und dann den ganzen Spaß im Kompressor. Ja, Advanced Alloy brauche ich glaube ich auch noch ein bisschen. Da werden 2 nicht reichen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Dafür brauchst du Refined Iron. Warte, ich schmeiß noch mal. Refined Iron habe ich ein bisschen was noch dabei, 12 Stück. Ja, komm hier. Das ist aber echt nicht viel. Geizen wir nicht. Ich habe die Quarry ja noch ein zweites Mal angeschmissen. Mixed Metal müssen wir dafür machen. Zinn brauchtest du, ne? Und Bronze, Tin, genau. Und Refined. Das heißt, Bronze müsste mir dafür noch fehlen. Ja. Die Bronze, die da vorne drin liegt, ist nämlich welche, die ich noch brauche. Warte mal, du brauchst 3. Also so richtig wahr. Lass mich das mal eben kurz Revue passieren. Nächste Metal. Iron, Bronze, Tin. Aha. Iron und Tin ist schon drin, nur Bronze fehlt noch. Kommt gleich ein Moment. Well. Okay, so. Wenn es gleich. Da Bronze sowieso immer eine kritische Ressource ist, mach gleich ein paar mehr. Alles klar. Hier ist noch. Tin und Refined Iron liegt hier unten, ist hier unten in der Pumpkiste. Wobei ich gerade bei Glas wollte ich machen, genau. So, dann machen wir halt mal ein bisschen. Wurde ja kurzzeitig abgelenkt. So. Einen brauchen wir noch. Einer geht noch, Frau Hansen. Wenn einer noch muss, aber dann ist Schluss. Oh Gott, das Schlimme ist, wir haben die Stunde gleich voll. Oh Gott. Nein. Jo. Und wir haben mal wieder. Naja, müssen wir nicht eigentlich. Stunde 15, genau. Stunde 15. Richtig, richtig. 3 Stück. Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4. 5 Folgen. 1, 2, 3, 4. 5. Wir haben bis 94 aufgenommen. Richtig. Dann die 100. Ja. Das werden sie dann sehen. Ja, das werden sie dann sehen.
Ich brauche Diamond Gears. Diamond Gears sind Gold Gears mit Diamanten. Gold Gears sind Iron Gears mit Diamanten. Okay, ich brauche. Nein! Kompressor. Ah, doch, drei Stück. Natürlich sollte man sich das ja auch in die nehmen. So, ab rein in den Kompressor. Eisen. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Oh, einer zu wenig. Oh. Coal Dust. Okay, wo muss ich jetzt mit dem Coal Dust hin? Den Coal Dust packst du in einer Viererformation in dein normales Crafting Grid und hast dann das Carbon Fiber und das packst du dann. Jawohl. Und das Carbon Fiber und. Das ist dann nur ein Zweier. Alles klar. Zuck und zuck. Und jetzt brauche ich noch. Und dann muss es in den Kompressor, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Der ja gerade noch ein bisschen beschäftigt ist, aber gut. So, dafür, dass die Quarry zweimal gelaufen ist, haben wir verflucht wenig Kupfer. Naja, gut, okay, wir spielen jetzt ziemlich viel mit Icy 2 rum. Und das frisst Kupfer ohne Ende. So, zack und zack. So. Habe ich noch Holz auf der Tasche? Moment, so, ich bin ja wieder. Acht Stück, die reichen dann dafür. Hier, verdammt, das reicht dann immer noch nicht, oder? Uah. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, da sind wir auch schon wieder. So, Advanced Alloy. Haben wir jetzt auch ein paar, zumindest. Ah. So, reicht das? Ja, reicht. Ach Gott, da brauche ich auch noch Advanced Circuits für. Ach du, grüne Neune. Ich streike, ich kündige. Nicht, solange die Arbeit nicht getan ist. Das rambolen wir wann anders aus, würde ich sagen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, zwischendurch meine Rüstung komplett mit Protection 3 zu enchanten. Oder 4, je nachdem, was das höchste ist. Mich wundert's, dass du nur Protection drauf machen willst. Protection ist ja gegen alles. Ja, aber Fire Resistance könnte auch ganz gut helfen, oder? Ja, aber dann hätte ich ja für alles andere keine Resistance mehr. Habe ich mir das richtig überlegt? Brauche ich nicht doch noch ein paar Redstone Torch? So. Auf jeden Fall brauche ich Sticks. Können wir also jetzt irgendwas Neues hier bauen? So, das haben wir, Holz. Das haben wir. Holz, das hätten Holz. Wir theoretisch. Theoretisch? So, das hätten wir auch. Ja, theoretisch weiß ich ja gleich noch wieder, wann das hier auch noch brauche. Ich rede von Advanced Circuits, die ich zweimal habe, in der weisen Voraussicht. Hey, ich brauche ja nur noch zwei. Na, Pustekuchen. Jetzt brauche ich dann nochmal vier Stück davon. So, jetzt rattern wir mal direkt weiter. Heiter. Hui, plopp. Was brauche ich denn dafür? Nee. Ach du grüne Neune. So, weil wie gesagt, der Boiler soll ja flüssig betrieben werden. Und wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen Öl besorgt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch dazu bringen, dass wir auch Öl kriegen. Ich muss mir mal wieder ein Feuerzeug auf Tasche legen. Geht das wohl auch so? Oh Gott. Das heißt, wir bauen noch mehr Electric Circuits. Yay. Hui. Electric Circuit Plant. So. Und wir kriegen Fuel. So, was fehlt noch? Dort haben wir Copper Cable Refined. Refined Iron fehlt wieder.
Habe ich natürlich auch nicht mehr. Hei, 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 hei.